Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Rezension zu A Wish For Us von Tilly Cole. Und zwar geht es hier um Cromwell, der ein sehr begabter Musiker ist, schon im sehr jungen Alter. Und durch einen Schicksalsschlag hört er dann ganz plötzlich mit der Musik auf und es ist alles nur noch schmerzhaft für ihn. Und er wendet sich dann der elektronischen Musik zu und Bonnie ist die Erste, die ihm sagt, dass seine Musik keine Seele hat und die Erste, ja, der sich so richtig öffnet und die ihm dann wirklich zeigt, was seine alte Musik ihm immer noch bedeutet. Aber er wehrt sich halt total dagegen, weil wegen dem, was passiert ist, er will, ja. Es gibt halt Gründe, warum er mit der Musik aufgehört hat und er möchte das nicht so hinter sich lassen und wehrt sich total dagegen. Und ja, wo das Ganze hinführt, müsst ihr selber lesen. Auf jeden Fall ist dieses Buch extrem krass. Also es geht hier natürlich, also als ich angefangen habe zu lesen, dachte ich, das wird absolut nicht mein Buch. Weil die Stimmung war total düster. Es ging ja hauptsächlich erstmal um seine Welt und um sein Schicksal und was ihm passiert ist. Und dann kam raus später, was mit der Bonnie los ist. Und das hat mich total vom Hocker gerissen, vor allem das Ende. Wow, das war so berührend und so emotional und so richtig schlimm. Ich habe richtig geweint. Und das passiert nicht oft in Büchern. Das hatte ich zuletzt bei All In und bei Wenn Donner und Licht sich berühren. Dass ich so total fassungslos und richtig zerstört war. Aber dieses Buch hier hat es auf jeden Fall geschafft. Ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass ich nicht zu weit ausschweife und euch nicht spoiler. Ja, aber es ist... Der Schreibstil ist total schön. Es geht hier um Musik und ich finde Musik in Büchern immer was ganz Besonderes, wenn die Leidenschaft so richtig rübergebracht wird. Das ist total schön. Und ja, hier geht es auch, wie gesagt, noch um so viel mehr, um das Leben an sich, dass man sein Leben nicht verschwenden darf, dass man... nur eine gewisse Zeit hat und seine Träume einfach nicht vergeuden darf und leben muss und genau das tun muss, was man tun möchte, ohne drüber nachzudenken. Und genau diese Message vermittelt dieses Buch und solche Bücher liebe ich ja immer, die einen so ans Leben appellieren und ja, es war unglaublich schön und so traurig, also emotional, also es gibt ja Leute, die können sowas gar nicht lesen, dann ist es wirklich nichts für euch. Aber wenn ihr, wie gesagt, Bücher von Emma Scott, Whitney C. Cherry, zum Teil auch Colleen Hoover liebt, dann ist das wirklich genau das richtige Buch für euch und dann solltet ihr ganz schnell dieses Buch kaufen. Seit gestern ist es ja, offiziell erschienen und ja, ich hoffe, ihr greift hier zu und wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen und erzählt mir, wie es euch gefallen hat. Ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, einen schönen 1. Februar, tollen Start in den neuen Monat. Ciao, ihr Lieben.